Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu unserer Serie Selbstgestalltes Lernen in dieser Lernen-Lernen-Playlist. Ich freue mich sehr, dass ihr zum dritten Teil wieder mit dabei seid oder vielleicht auch ganz neu dabei seid, mittendrin mit hereinspringt. Herzlich willkommen. Worum soll es heute gehen? Es geht in diesem dritten Teil um soziale Interaktion. Ich habe schon mehrfach in den letzten Videos gespoilert, dass Lernen eben nicht nur ganz alleine auf dem Bett gedrückt stattfinden muss, sondern eben auch in der Gruppe stattfinden kann oder mit deiner besten Freundin oder Freund und dann vielleicht mehr Spaß und Freude macht. In den ersten beiden Teilen haben wir uns schon um Informationsverarbeitung und Kognition gekümmert. Wir haben in der letzten Folge um unsere Emotionen und Motivation gesprochen. Wie können wir anfangen zu lernen? Und heute also geht es darum, miteinander zu lernen. Eine Kooperation von Lernenden vielleicht untereinander oder vielleicht sogar auch zusammen mit den Dozierenden, mit den Lehrenden, mit Lehrerinnen und Lehrern. Eine Gemeinschaft von Lernenden und Lehrenden, eigentlich das Idealbild von Bildung, weil das eben auch zeigt, dass die einen vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, aber dass alle immer weiter lernen und dass man gemeinsam lernt. Mir geht es in ganz vielen Kursen so, dass ich wahrscheinlich mit am meisten lerne und da ganz viel Neues mit rausnehme und mich darüber dann immer sehr freue. Was ist der Vorteil daran, miteinander zu lernen? Und wir sehen es hier schon, vor allem zwei Punkte. Das eine ist Steigerung der Motivation. Da fassen wir also nochmal nach vom letzten Video. Und der kognitive Gewinn. Ja, also mehrere wissen mehr als einzeln. Wir gucken mal in die Motivation rein. Warum steigert das denn die Motivation? Ja, da kommen Menschen zusammen, die verschiedene Vorkenntnisse und Ansichten haben. Wir haben bei der Motivation schon besprochen, was steigert Motivation? Ja, dass man Anknüpfungspunkte findet, dass man Praxisbeispiele findet. Und genau das ist natürlich viel leichter, wenn ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Es entsteht eine belebende Diskussion. Manchmal vielleicht auch sowas fast wie ein Streit. Man will Recht behalten und dann werden Argumente ausgetauscht und man kramt noch tiefer nach, ist hochmotiviert. Und auch das setzt sich gut fest, solange alles in einem guten, freundlichen Rahmen bleibt. Zusammen ist man mehr oder erzeugt man mehr Kreativität und vielleicht auch beim Lernen. Man macht eine Mindmap gemeinsam, es fallen dann ganz unterschiedliche Äste ein miteinander und dann kann vielleicht einer oder eine noch toll malen und jemand anders kann das Ganze gut beschreiben. Das hilft dann sehr. Es hilft auch, bessere Problemlösungen zu finden, da miteinander gut voranzukommen, sich da gegenseitig zu ergänzen und auch besser durchzuhalten. Auch das haben wir ja besprochen im letzten Video. Ihr erinnert euch an das Bild von dem Jogger, der alleine joggt, beziehungsweise mit ganz vielen anderen joggt, dieser Hawthorne-Effekt. Ja, den man sagt, unter Beobachtung agiert man nochmal anders, ist oft motivierter. Gemeinsam hält man zusammen besser durch. Zum einen, weil man sich vor den anderen keine Blöße geben will, zum anderen, weil man sich natürlich auch stützen kann untereinander und sich da helfen kann. Aber auch das muss man ganz ehrlich sagen, es gibt auch negative Auswirkungen von Gruppen, wenn so eine Gruppe nicht gut zusammenpasst. Da kommen wir gleich nochmal zu. Erstmal wollen wir uns nochmal schnell das Lernklima angucken, nämlich genau hier, dieses Lernen soll Spaß machen, Lernen soll Freude machen, Eustress verursachen, also positiven Stress. Natürlich muss man sich ein Stück strecken, ja, das ist natürlich ist Anstrengung dabei und ein bisschen Arbeit dabei, aber auch Arbeit darf Spaß machen. Wichtig ist hier, das seht ihr hier auf der linken Seite, Hoffnung auf Erfolg. Ja, das kennt man auch vom Sport. Es ist schon cool, gegen einen Gegner zu spielen, der ein bisschen stärker ist als man selbst, wenn man das Gefühl hat, den kann ich heute schlagen. Und so ist es beim Lernen auch. Natürlich streckt ihr euch, aber ihr wollt besser sein als das Buch, als die Aufgabe, und ihr wollt es in den Kopf reinkriegen. Die Stress, also negativer Stress, Furcht vor Misserfolg, ist nicht lernförderlich. Wer Angst hat, kann nicht gut lernen. Ja, also auch in Situationen, wo man große Angst hat, lernt man nicht viel. Vielleicht Hände hochnehmen oder weglaufen. Aber bestimmt nicht, wie die Muskeln des Kniegelenks heißen oder ähnliches. Deshalb also, redet es euch auch nicht schlecht. Das haben wir auch bei der Motivation schon besprochen. Wenn man sich zu sehr in eine Angst reinhält, das schaffe ich eh nicht, das wird alles nichts, oh, dann erschwert das das Lernen. Und auch da kann eine Gruppe gut helfen. Eine Gruppe, die gut funktioniert. Aber es gibt eben auch Gruppen, das muss man ganz ehrlich sagen, die eher toxisch sind, die nicht gut funktionieren. Ich habe hier Beispiel aus dem Netz, ihr seht unten den Link mitgebracht, wo
Eine Lernerin schreibt, doch die Lerngruppe wurde mit der Zeit zur Verpflichtung. Nichts ging mehr ohne sie. Sie war die große Instanz, an die ich mich wenden musste, wenn es um Uni und Freizeit ging. Wir hatten einige schöne Momente zusammen, doch irgendwie war da dieser Konkurrenzkampf, der ganz subtil ausgeführt wurde. Das klingt schon sehr nach Beziehung. Wir hatten einige schöne Momente zusammen. Aber man merkt eben auch, da ist ganz viel Konkurrenzkampf drin. Es fühlt sich nicht gut an. Und warum sollte man in so einer Gruppe lernen? Das wird dann zum Zwang. Da fühlt man sich irgendwo dann verpflichtet. Das funktioniert nicht gut. In dem Moment dann lieber die Gruppe verlassen und nach Menschen suchen, mit denen man besser arbeiten kann. Und wir kommen gleich nochmal darauf zurück, wie kann so eine Lerngruppe aussehen. Wir gucken jetzt nochmal nach dem, warum kann eine Lerngruppe vielleicht auch kognitiv einfach helfen. Wenn ich alleine da sitze mit meiner Tasse Tee hier und im Buch lerne, dann höre ich das vielleicht, weil ich es mir vorlese oder weil ich ein Video gucke oder ich sehe es, weil ich es lese. Und da spreche ich ja schon ganz unterschiedliche Sinne an und das ist ja auch gut im Sinne der Dual Coding Theory. Ihr kennt das noch aus dem 60-Sekunden-Test. Je mehr Sinne ich benutze, je mehr Medien ich da habe, desto besser kann ich es mir merken. Das ist bestimmt auch ein Tee gut. Ja, das ist nochmal was Olfaktorisches und das kann mich auch wieder motivieren. Aber in der Gruppe, da kann ich zusätzlich noch diskutieren, da spreche ich drüber. Ja, und wenn ich drüber spreche, muss ich es anwenden. Oder ich kann es sogar praktisch üben, ja, wie hier in so einer Simulation, wo sich eine Gruppe trifft und eine Notfallsimulation miteinander durchführt, das also nicht nur liest oder diskutiert, sondern das tatsächlich anwendet. Und wenn wir hier in diese Lernprozessstrukturierung reingucken, dann ist das genau das Einatmen, ja, ist quasi die Aufnahme, das Verarbeiten, das Speichern, ja, und das sorgt für Verständnis. Im Endeffekt findet das statt, wenn ihr jemandem zuhört, der euch eine Vorlesung hält oder zuschaut oder in einem Buch was lest oder ein Video anguckt. Das ist Einatmen und dann habt ihr es verstanden und das fühlt sich schon mal gut an. Aber das können wir ja nicht testen. Wir gehen ja nicht mit Elektronen in euer Gehirn rein und testen, was habt ihr verstanden und was habt ihr da irgendwo drin, sondern wir können ja nur das testen, was ihr wieder von euch gebt, was ihr erzählt oder wo ihr einen Text schreibt oder die Kreuze an der richtigen Stelle setzt. Und auch das muss geübt werden. Und beim Lernen ist das das Ausatmen. Ihr aktiviert es, ihr stellt es dar, ihr setzt es um. Erst das ist wirklich Lernen. Und ganz einfach ist das in der Gruppe, wenn man miteinander drüber redet, ja, wenn man diskutiert, wenn man mal Recht behalten will. Wenn man ein Rollenspiel vielleicht macht, eine Simulation, wie wir das eben gesehen haben. Man kann auch beim Alleine-Lernen ausatmen, nämlich dann, wenn ihr es aufschreibt, wenn ihr es aufzeichnet. Ihr merkt, wenn ihr ins Tiefenlernen geht. Ja? Hier einatmen, Oberflächenlernen, ausatmen, da geht es ins Tiefenlernen. Ihr schreibt es nochmal auf, ihr macht eine Mindmap, ihr malt ein Bild dazu, ihr setzt es tatsächlich um. Das heißt also, wodurch kommt der kognitive Gewinn in der Lerngruppe? Dadurch, dass Wissen explizit wird in Diskussionen. Ja, man muss es sagen. Im Kopf sagt man, oh, habe ich verstanden, ist irgendwie alles logisch, passt schon. Aber in dem Moment, wo ich es ausspreche, wo andere mir zuhören und sagen, da bin ich mir nicht ganz sicher, das habe ich aber anders gelesen, kommt es auf den Prüfstand, es simuliert schon mal eine Prüfung. Das kann natürlich auch mal unangenehm sein oder einem peinlich sein. Deshalb ist es gut, eine tolle Gruppe zu haben. Im Normalfall ist es viel peinlicher, wenn man in der Prüfung was falsch macht oder hinterher in der Praxis. Also deshalb nutzt ruhig das, dass ihr gemeinsam aus Fehlern lernt in so Lerngruppen. Ihr seid in der Anwendungs- und in der Transfersituation. Ihr atmet aus, ihr wendet das Wissen, das, was ihr euch angeeignet habt, an und ihr transferiert es auf neue Situationen. Ganz oft schreiben wir ja fallbasierte Prüfungen oder es kommt ein anderer Fall in die Praxis und ihr müsst das, was ihr gelernt habt, aus so einer Standard-Lehrbuchsituation jetzt auf die Praxissituation anwenden. Und ihr müsst es aus dem Langzeitgedächtnis abrufen, an die konkrete Situation anpassen und erst dadurch wird es wirklich stabilisiert, umstrukturiert im Gehirn und ist dadurch leichter abrufbar. Mandel, Entwicklungspsychologe aus München, hat immer von trägem Wissen gesprochen. Er ist jemand, der den Konstruktivismus mitentwickelt hat und weiterentwickelt hat. Und er hat immer gesagt, naja, man kann ganz viel reinlernen, aber wenn man es dann nicht anwendet, dann ist es zwar im Kopf, aber wenn man es braucht, bekommt man es nicht raus. Erst dadurch, dass man es immer wieder anwendet, immer wieder darüber diskutiert, wird das Wissen so leicht abrufbar, dass man es auch in jeder Situation benutzen kann, wo man es braucht. Ihr kennt das vielleicht ganz ähnlich, den Begriff Bulimie-Lernen. Man lernt was für eine Prüfung und danach ist es irgendwie nicht mehr da und man hat das Gefühl, es ist wieder ausgebrochen, ausgekotzt und nicht mehr vorhanden. Das ist schon noch irgendwo im Kopf. Aber es ist nicht so,
gut benutzt, dass ihr es sehr einfach wieder hervorrufen könnt. Das ist genau dieses träge Wissen. Deshalb ist es wichtig, wenn man was gelernt hat, ist auch ganz viel zu benutzen. Das funktioniert in WGs, die das Gleiche studieren, oft total gut, wenn man gar nicht merkt, dass man irgendwie auch zum Beispiel über medizinische Themen oder Ähnliches ganz viel diskutiert und damit sein Wissen auch ständig anwendet. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir kommen nochmal darauf zurück, was ist denn eigentlich eine gute Lerngruppe? Wie groß ist die? Wie ist die zusammengesetzt? Das muss man so ein bisschen für sich selbst rausfinden. Minimale Größe einer Gruppe, 2, ja. Maximale Größe von einer Lerngruppe, oh, ich würde sagen, 6 Leute, das ist schon eine Menge. Das haben wir in den Pol-Gruppen und das funktioniert auch sehr gut, wenn man sehr diszipliniert miteinander umgeht. Sonst sind typische Lerngruppen eher so in der Größe von 4 Menschen. Zusammensetzung, auch da muss man gucken. Eine ganz homogene Gruppe versteht sich natürlich sehr gut, hat sehr gleiche Ziele. Eine heterogene Gruppe kann aber auch viel voneinander lernen. Wenn es zu heterogen ist, gerade im Leistungsstand, dann wird es eher schwierig. Wir sehen das gleich nochmal bei Punkt 5. Aber eine gewisse Heterogenität hilft einfach, gute Anwendungsszenarien auch zu finden. Lernen ist eher ein Marathon, schlechte Nachricht. Also es macht Sinn, frühzeitig anzufangen und gut geplant durchzulernen und nicht quasi einen Sprint ganz am Ende zu machen. Vor allem in der Gruppe macht das viel Sinn. Das heißt aber auch, dass man gut plant, sich Ziele setzt, Termine vereinbart, um dann auch gut durch den Marathon gemeinsam durchzukommen. Dafür müssen die Themen richtig eingeteilt sein und es macht keinen Sinn, dass immer nur ein Einzelner nur ein Thema vorbereitet und da drin dann Weltmeisterin ist, und es dann kurz den anderen beibringt, sondern wenn man Themen verteilt, dann muss man genügend Zeit haben, dass alle darin gut werden. Und es ist schön, wenn man sich einig ist, aber das darf auch nicht in so eine Gleichmacherei kommen. Also man muss auch, wenn man merkt, da macht die Gruppe einen Fehler oder wir haben eine falsche Entscheidung getroffen haben, dann in so einer Gruppe die Courage haben zu sagen, Moment, ich glaube, wir rennen gerade in die falsche Richtung. Lasst uns das nochmal überdenken. Das heißt, Einigkeit ist wichtig, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und jetzt kommen wir nochmal, ihr übernehmt gemeinsam Verantwortung. Alle haben ihren gleichen Teil beizutragen, alle sind gleich wichtig. Und alle sollten auch gehört werden. Es gibt in Gruppen immer diese Phänomene des Lurking und Flaming. Lurking wären so Trittbrettfahrende, die nur zuhören. Manchmal vielleicht, weil sie einfach schüchtern sind und sich nicht trauen. Dann stärkt sie, hört zu. Oft haben sie sehr Wichtiges zu sagen. Oder vielleicht auch einfach, weil sie sich so ein bisschen zurückhalten und die anderen die Arbeit machen lassen wollen. Das wäre für eine Gruppe auch schlecht. Und Flaming wären die, die quasi alles besser wissen, die eher so ein bisschen in so eine Mobbing-Richtung gehen, sich lustig machen über alle anderen und damit für ein schlechtes Gruppenklima sorgen. Seht zu, dass ihr das sehr schnell feststellt, und dass ihr dann, wenn sowas auftritt, das diskutiert und versucht abzustellen oder im Notfall auch die Gruppenzusammenstellung ändert. Ganz wichtig eben dann diese 6. Phase, die Reflexionsphase, dass man sich immer noch mal wieder zurücknimmt, kurze Pause macht und sagt, funktioniert das eigentlich gerade gut, was wir machen? Sind wir effektiv? Sind wir effizient? Macht uns das so überhaupt Spaß? Haben wir das Gefühl, dass jeder Teil der Gruppe ist? Funktioniert unser Lernen oder müssen wir was ändern? Müssen wir vielleicht die Regeln nochmal überdenken? Oft so, auch so ein bisschen, weil man zu oft sprintet statt Marathon läuft, lässt man genau diesen Schritt weg, ist da nicht ehrlich genug zu sich, aber das ist ein ganz wichtiger Schritt. Gruppen haben eine gewisse Dynamik und es gibt hier diese Phasen nach Tuckman, die er in den 60ern mal entwickelt hat, die ersten 4 und dann 77 hat er nochmal die 5. Phase dazu getan und ganz oft entstehen genauso Gruppen. Ja, man kommt zusammen, die Gruppe formt sich, man lernt sich kennen, man ist ein bisschen zurückhaltend miteinander und dann in der 2. Phase kommt die Storming-Phase. Jetzt will jeder zeigen, wer er sie ist, was man kann, will auch ein bisschen darauf Acht geben, genügend Stakes in der Gruppe zu haben, da genügend gehört zu werden. Das kann auch mal sehr unangenehm werden, da kann man auch mal aneinander kommen und dann kommt eine Phase Norming, wo man Regeln aufstellt, wo man miteinander klarkommt, wo man die einzelnen Charaktere kennt, weiß, wie man aufeinander Rücksicht nimmt, um dann da auch die Gruppe genau in die richtige Richtung zu lenken, da miteinander klarzukommen und dann ins Performen, also ins tatsächliche Tun zu kommen. Das heißt aber natürlich auch, diese Phase muss man erstmal überstehen, damit man dann auch wirklich gut in der Gruppe zusammenarbeiten kann.
Die Joining-Phase ist quasi die letzte Phase. Eine Gruppe löst sich auf, einige gehen raus, studieren vielleicht woanders, neue kommen vielleicht irgendwann mal dazu und man guckt so ein bisschen, kann man das, was diese Gruppe gelernt hat, auch in neue Gruppen mitnehmen. Normalerweise hat man das vielleicht in Lerngruppen gar nicht so oft. In Witten, wenn wir das problemorientierte Lernen haben, haben wir diese Phase ganz häufig, weil die Polgruppen, was ja Sechsergruppen sind, sich am Ende des Semesters auflösen und man im nächsten Semester in einer neuen Gruppe ist. Das heißt, diese Phasen finden wieder statt und jeder bringt aus seiner ursprünglichen Gruppe was mit. Ja, vielleicht ganz tolle Sachen. Polsonne haben immer ganz viele. Also wer macht wann welche Aufgabe in der Polgruppe? Aber vielleicht auch was, wo man sagt, oh, ich habe mich letztes Mal gar nicht richtig gefühlt und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wer da nochmal tiefer reinschauen will, auch in warum lernt es sich gut mit Gruppen, habe ich hier nochmal einen Literaturhinweis mitgebracht, ist schon 20 Jahre alt. Aber genau hier geht es darum, wie eben auch Erinnerung als ein sozialer Prozess funktioniert, wie man Erinnerungen auch steuern kann und mit was für Belohnung man arbeiten kann. Das ist mittlerweile kostenfrei im Netz herunterladbar. Wer da Lust zu hat, nochmal tiefer einzusteigen, das wäre die Empfehlung. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Nächstes Mal geht es um andere Ressourcen, also nicht soziale Ressourcen, sondern wir gucken mal, wie ist denn das eigentlich mit Arbeitsplatz, mit Zeit, mit Lernmedien und Ähnlichem. Freue mich drauf, wenn ihr wieder mit dabei seid. Freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert oder ein Like da lasst. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.